It's been great to be with you for these few days. Es war schön, bei euch zu sein, diese Tage. Wunderbar. And hasn't Christian done an amazing job translating? Thank you. Thank you. I may bring him with me so he can just preach my sermons a second time. Make them better. Yeah. Be encouraged by the good gospel work that is going on here in Germany. Ich bin sehr ermutigt über die gute Evangeliumsarbeit, die hier in Deutschland stattfindet. I know there are a lot of people in this room. Ich weiß, hier sind viele im Raum. But maybe just a few people in many of your churches. Aber vielleicht nicht viele in euren Gemeinden. So remember what we read in the book of Zechariah. So erinnert euch, was wir im Buch Zechariah lesen. When the final stone is being placed in the temple. Wenn der letzte Stein im Tempel platziert wird. And it is measured off and squared off to completion. Und es aufgemessen wird und es vervollkommnet wird. Then we have this word in chapter 4 verse 10. Da haben wir dieses Wort in Kapitel 4 Vers 10. Do not neglect the days of small things. Vernachlässige nicht die Tage des kleinen Beginns. And all of us in our ministries, no matter where we serve. Und alle von uns, egal wo wir Gott dienen, have days and months and years. Haben Tage und Monate und Jahre, that feel like very small things. Die sich anfühlen, als wären sie sehr geringwertig. And just as it took decades to finally rebuild that temple for a second time. Und so wie es Jahrzehnte gedauert hat, diesen Tempel wieder aufzubauen. So this work of tending the Lord's vineyard. Und so ist auch die Arbeit im Weinberg Gottes. Is a long, slow work. Ist eine lang andauernde und langsame Arbeit. And what God needs from us. Und was Gott von uns braucht. Is a long obedience in the same direction. Ist ein lang anhaltender Gehorsam in dieselbe Richtung. So I go back to the States, encouraged by what I see here in these gospel partnerships. Also gehe ich zurück in die Vereinigten Staaten, sehr ermutigt von dem, was ich hier in dieser Partnerschaft am Evangelium erfahren habe. Continue to stand on God's word. Und ich werde weiter auf dem Wort Gottes stehen. And believe in God's word. Und Gottes Wort glauben. And preach God's word. Und Gottes Wort predigen. And do not neglect the days of small things. Und wir wollen die Tage des geringen Beginnes nicht klein halten. I want to talk in this one final session about the clarity of Scripture. In dieser letzten Einheit möchte ich über die Klarheit der Schrift sprechen. The old theological word is the perspicuity of Scripture. Das alte theologische Wort ist die Deutlichkeit der Schrift. Which is a strange word for clarity because it's not all that clear. Es ist ein merkwürdiges Wort für Klarheit, weil es nicht so klar ist. Let me start with a story. Lasst mich mit einer Geschichte beginnen. This was several years ago and I was speaking at a conference. Vor einigen Jahren sprach ich auf einer Konferenz. And it was in this absolutely massive room in Dallas, Texas. Und sie fand statt in einem riesigen Raum in Dallas, Texas. Because everything is big in Texas. Weil in Texas alles sehr groß ist. And there were probably 1,000 seats in this room. Und in diesem Raum waren ungefähr 1,000 Sitzplätze. And I remember that because seated in this auditorium of 1,000 seats. Und ich kann mich so gut daran erinnern, weil in dieser Halle mit 1,000 Plätzen were roughly 45 people. Ungefähr 45 Menschen saßen. And I was there to serve on a panel that was talking about the emergent church. Und ich war da, an einer Diskussion teilzunehmen, die sich die emergent church drehte. Don't worry if you've never heard of the emergent church. Mach dir keine Gedanken, wenn du von der emergenten Gemeindekirche noch nichts gehört hast. It was here and then thankfully it was gone. Das war mal oben auf als Thema, aber dankbarerweise ist es jetzt verschwunden. I was serving on this panel, which was actually something more like a debate. Und ich war dort oben auf der Plattform und es war wie eine Debatte. It was quite stressful. Es war sehr angespannt. And when I got done, I had a man come and speak to me. Und als ich da fertig war, kam ein Mann zu mir und wollte mich sprechen. And he was the most upset I think I've ever seen someone come to me after a talk. Und dieser Mann, der war so entsetzt, wie ich es zuvor noch nicht erlebt habe. He still has the record, and I hope none of you will beat it today. He still have the? Yeah, he's still the angriest person. Ah, okay, the record, ja. Yeah. Er ist immer noch in der Rangliste ganz, ganz oben. So ärgerlich war er auf mich. And this is how our conversation went. Und so verlief unsere Unterhaltung. I would bring up a text of scripture. Ich brachte eine Schriftstelle. And he would say, well, that's just your interpretation. Und er antwortete dann, ja, das ist nur deine Interpretation. And then I would say, but in Acts, Paul reasoned from the scriptures. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in der Apostelgeschichte, da argumentiert doch der Paulus von dieser Schriftstelle ausgehend. And he would say, that's just your interpretation. Und dann sagt er, ja, aber das ist nur deine Auslegung dieser Stelle. And then I would say, but the apostles thought they had the correct interpretation of scripture. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Apostel waren davon ausgegangen, dass sie die richtige Interpretation der Schrift haben. And he would say, that's just your interpretation of their interpretation. Und er sagte dann, das ist nur deine Auslegung von ihrer Auslegung. So you can see, this was not the most fruitful conversation. Also wir können sehen, diese Unterhaltung war nicht sehr fruchtbar. And as this man became more and more agitated. Und als dieser Mann immer mehr auch aus sich herauskam. And I myself was getting somewhat frustrated. Und ich wurde auch langsam frustriert. And I saw his wife in the background like this. Und ich sah seine Frau da hinten stehen und die machte nur. She had that look on her face, which some of our wives have done before. Sie hatte diesen Gesichtsausdruck, den einige der Frauen unter uns hier auch immer wieder haben. As if to say, I've seen this play before. Als ob sie sagen würde, das Theater, das habe ich schon mal zuvor gesehen. Ich konnte mit diesem Mann über nichts anderes wirklich Wichtiges sprechen, weil wir auf der Grundlage überhaupt nicht übereingestimmt haben. We could not agree on what the Bible meant. Wir konnten uns nicht übereinstimmen darüber, was die Bibel bedeutet, because we couldn't even agree on whether we could know what the Bible meant. Weil wir nicht übereinstimmten in der Frage, ob wir wissen können, was die Bibel meint. And now looking back years later. Und wenn ich jetzt zurückschaue, einige Jahre weiter, I can see our disagreement was about the clarity of scripture. Da verstehe ich, dass unsere Uneinheit darin lag, dass wir nicht über die Klarheit der Schrift beider gleichermaßen ausgegangen sind. The clarity of scripture is subtly under attack in our day. Die Klarheit der Schrift ist in unseren Tagen hart umkämpft. And this was one of the major issues during the Reformation. Und das war auch ein wesentliches Thema während der Reformation. The Protestants and the Catholics agreed that scripture was authoritative. Die Protestanten und Katholiken stimmten darüber ein, dass die Schrift autoritativ ist. I think they even agreed that scripture was infallible. Und ich glaube auch, dass sie darüber einstimmten, dass die Schrift fehlerlos war. The disagreement was whether scripture was sufficient. Der Unterschied lag darin, ob denn die Schrift ausreicht. And whether scripture was clear. Und ob die Schrift klar ist. Let me give you a definition of the clarity of scripture. Lasst mich euch eine Definition der Klarheit der Schrift geben. I'll have Christian read this short definition from the Westminster Confession of Faith, and then I'll try to help you understand it. Und ich bitte Christian, diesen Absatz aus dem Westminster Bekenntnis zu lesen, und ich werde dann darüber etwas sagen. In der Schrift sind nicht alle Dinge gleichermaßen in sich selbst klar. Und auch nicht gleichermaßen klar für alle. Aber diejenigen Dinge, die zu erkennen, zu glauben und zu beobachten zum Heil notwendig sind, sind an der einen oder anderen Stelle der Schrift so klar dargelegt und aufgedeckt, dass nicht nur die Gelehrten, sondern auch die Ungelehrten bei rechtem Gebrauch der gewöhnlichen Hilfsmittel zu einem hinreichenden Verständnis desselben gelangen können. Notice several important points in that definition. In dieser Definition befinden sich einige wichtige Punkte. Number one, some verses are clearer than others. Erstens, einige Verse sind klarer als andere. Number two, Nummer zwei, The main points, however, in the Bible are clear. Die Hauptpunkte in der Bibel sind aber klar. What we need to know and do and believe. Was wir wissen müssen, was wir tun müssen und was wir glauben sollen. The main things are the plain things and the plain things are the main things. Die Hauptsachen sind die klarsten und die klaren Sachen sind auch die Hauptsachen. I'm sorry that doesn't rhyme in German. Es tut mir leid, dass sich das auf Deutsch nicht reimt. And then you see a third point. Und dann sehen wir einen dritten Punkt. These main things are clear somewhere in Scripture. Diese Hauptdinge sind irgendwo in der Schrift klar. Though they may not be equally clear in every part of Scripture. Auch wenn sie nicht gleichermaßen klar in den verschiedenen Stellen der Schrift sind. And then a fourth point. Und dann ein vierter Punkt. Even the unlearned can understand these things. Auch der Ungelehrte kann diese Dinge verstehen. You don't need an advanced degree to understand from the Bible how to be saved. Du brauchst keinen höheren Abschluss, um aus der Bibel heraus zu verstehen, dass du gerettet werden musst. But number five, aber Nummer 5, you must use the ordinary means. Du musst die gewöhnlichen Hilfsmittel benutzen. It is sometimes hard work to understand Scripture. Manchmal ist es harte Arbeit, die Schrift zu verstehen. Even the Apostle Peter said that some things were hard to understand in Paul's writings. Sogar der Apostel Petrus hat gesagt, dass einige Dinge in den Briefen des Apostel Paulus schwer zu verstehen sind. And that has always been one of my favorite verses. Und das war immer schon mein Lieblingsvers. And then finally we see a sixth point. Und dann sehen wir schließlich einen sechsten Punkt. All of this knowledge is sufficient to give us salvation. Diese Erkenntnis und dieses Wissen, was wir dort haben, reicht aus, um uns zu retten. We do not know God exhaustively. Wir kennen Gott nicht bis aufs Letzte, but we do know him sufficiently. Aber wir kennen ihn genug. Now this definition helps us to think carefully about the clarity of Scripture. Diese Definition hilft uns, dass wir sehr sorgsam über die Klarheit der Schrift denken. Clarity does not mean everything in the Bible is really simple. Klarheit bedeutet nicht, dass alles in der Bibel ganz schlicht und einfach klar ist. Or that a passage deep in Ezekiel is as easy as John 3:16. Oder dass ein Text irgendwo in den Tiefen des Hesekiels so einfach zu verstehen ist wie Johannes 3, Vers 16. Clarity means Klarheit bedeutet, that the main point of Scripture, dass die Hauptgedanken der Schrift is clear to even simple people. Selbst den ungelehrten und einfachen Menschen klar ist. If we are willing to think and to study and to listen. Wenn wir denn bereit sind, darüber nachzudenken, es zu studieren und auch zuzuhören. There have typically been three main objections to the clarity of Scripture. Typischerweise gab es drei Haupteinwände gegen die Klarheit der Schrift. The first we can call the mystical objection. Und der erste Einwand können wir nennen den mystischen. The idea is this. Der Gedanke ist der. God is so transcendent. Gott ist so transzendent, that human language cannot talk about him in a meaningful way. Dass die menschliche Sprache nicht in der Lage ist, auf bedeutende Weise über ihn zu sprechen. When I use the word mystical, I don't mean simply an experience. Wenn ich das Wort mystisch benutze, dann meine ich nicht einfach nur eine Erfahrung. There has been a more technical definition to mysticism. Es gibt auch eine noch mehr technische Definition über den Mystizismus. Mysticism has objected to a mediated revelation. Der Mystizismus stellt sich einer vermittelten Offenbarung entgegen. And you can tell that your idea of spirituality may be getting off track when there is no mediation. And once again, you can tell that your spirituality may be off course. Du kannst erkennen, ob deine Spiritualität vom Weg abkommt. When you no longer have a role for mediation. Wenn du nicht länger mehr einen Platz hast für eine Vermittlung. When you think that you have direct communion with God apart from the Scriptures. Wenn du glaubst, du hast eine Verbindung zu Gott neben und ohne der Schrift. When your idea of communion with God God forgets the cross. Wenn dein Gedanke der Verbindung zu Gott das Kreuz außer Acht lässt. That's the error of mysticism. Das ist der Fehler des Mystizismus. It ignores the revelation in Scripture. Es ignoriert die Offenbarung in der Schrift. And it does not go through the mediation of the Son. Und es geht nicht durch die Vermittlungstätigkeit des Sohnes. Now, on a popular level, this is what the mystical objection says. Und es einfach auszudrücken, dieser Mystizismus sagt Folgendes. It says that human language is unable to speak about divine things. Es sagt, dass die menschliche Sprache nicht in der Lage ist, über göttliche Dinge zu sprechen. It's sometimes communicated as a humble attempt to rescue us from human theology. Und es wird manchmal so vermittelt, als sei es eine sehr demütige Herangehensweise, die uns von menschlicher Theologie befreit. Here's a quote from one of the leaders from the emergent movement of a few years ago. Hier ist ein Zitat von einem dieser Leiter der emergenten Gemeindebewegung von vor einigen Jahren. The Christian faith is mysterious to the core. Der christliche Glaube ist bis ins Innerste geheimnisvoll. It is about things and beings that ultimately can't be put into words. Es geht Dinge und Wesen, die letztendlich nicht in Worte verpackt werden können. Language fails. Sprache versagt. And if we do definitively put God into words. Und wenn wir Gott definitiv in Worte pressen, we have at that very moment made God something God is not. Dann haben wir in genau diesem Moment aus Gott etwas gemacht, das nicht ist. The mystery is the truth. Das Geheimnis ist die Wahrheit. It sounds very humble at first. Das hört sich sehr demütig an auf den ersten Blick. Who am I to put God in a box? Wer bin ich, dass ich Gott in einen Karton packe? How can our human words possibly contain the divine being? Wie können unsere menschlichen Worte überhaupt das göttliche Wesen beschreiben? But of course, none of us want to put God in a box. Aber natürlich will niemand von uns Gott in eine Schublade pressen. That would be a very big box. Das müsste eine sehr, sehr große Kiste sein. And when we give our theology about God. Und wenn wir über die Theologie von Gott und über Gott sprechen. We do not think that we are speaking of God comprehensively or exhaustively. Dann haben wir nie gesagt, dass wir über Gott sprechen in einer vollkommenen Weise. But that we can nevertheless speak of God truthfully. Aber dass wir dennoch über Gott in der Wahrheit sprechen können. This mystical objection calls all that into question. Und dieser mystische Einwand, der stellt all das in Frage. Here's a second common objection. Und dann gibt es eine zweite sehr weit verbreitete Widerspruch. We can call it the Catholic objection. Das ist der katholische Widerspruch. One of the arguments in the Reformation. Eines der Argumente in der Reformation is you had the reformers saying the ordinary people need the Bible. Da haben die Reformatoren gesagt, der gewöhnliche Mensch, der braucht die Bibel. Where many of the Catholic leaders were saying, während viele der katholischen Leiter gesagt haben, it is not safe for ordinary people to read the Bible for themselves. Es ist nicht gut und sicher für einen gewöhnlichen Mensch, wenn die Bibel für sich liest. They will misunderstand it. Wird es falsch verstehen. They will misapply it. Wird es falsch anwenden. And so we must not translate the Bible into German, like Luther did. Und deswegen brauchen wir die Bibel auch nicht ins Deutsche zu übersetzen, so wie Luther es tat. But we should keep the Vulgate in Latin, whether the people know Latin or not. Sondern wir sollten die Vulgata in Latein belassen, egal ob die Leute Latein verstehen oder nicht. The argument was that Scripture was not sufficiently clear for ordinary people to understand it. Das Argument war, dass die Schrift nicht genug Klarheit besitzt, sodass ein gewöhnlicher Mensch sie verstehen kann. Which is why we need a class of priests. Und deswegen brauchen wir auch eine Klasse von Priestern. And we need a magisterium. Und wir brauchen magistrale Rite. And we need the Pope. Und wir brauchen den Papst. Because the ordinary people are not capable of interpreting Scripture for themselves. Weil der gewöhnliche Mensch nicht in der Lage ist, die Bibel zu interpretieren. We need experts to decide these things for us. Wir brauchen Experten, die für uns diese Entscheidungen treffen. That would be the Catholic objection. Das ist der katholische Widerspruch. And then there is a third objection. Und dann gibt's noch einen dritten Widerspruch. And this is very common in our day. Und das ist sehr verbreitet in unseren Tagen. We can call it the pluralism objection. Das ist der Widerspruch des Pluralismus. This is what I spoke about at my session yesterday morning. Darüber sprach ich gestern Morgen. If the scriptures are so clear, why are there so many interpretations? Wenn die Schrift so klar ist, warum gibt es dann so viele verschiedene Auslegungen? You Protestants believe in the clarity of the Bible. Ihr Protestanten, ihr glaubt an die Klarheit der Schrift. Which is why you can't agree on anything. Und deswegen könnt ihr euch auch nicht einig werden in den vielen Sachen. So many denominations. Deswegen habt ihr so viele Denominationen. You have perhaps heard this objection yourself in talking to others. Und du hast vielleicht auch schon solche Einwände gehört, wenn du mit anderen gesprochen hast. This is what I was receiving from the man at that conference. Das war auch das, was mir der Mann damals auf der Konferenz sagte. And you may have heard people say it to you. Und vielleicht haben es Leute auch schon zu dir gesagt. You think you know what the Bible means. Du glaubst, du weißt, was die Bibel meint. But there are so many interpretations. Aber es gibt auch so viele verschiedene Interpretationen. And didn't the church used to believe in slavery? Und hat nicht die Kirche an die Sklaverei geglaubt? Didn't the church believe that the earth was the center of the universe? Hat nicht die Kirche geglaubt, dass die Erde das Zentrum des Universums sei? Didn't the church support the crusades? Hat nicht die Kirche die Kreuzzüge unterstützt? The church has had many wrong interpretations, so how can you be so sure? Die Bibel hatte doch schon so viele falsche Auslegungen. Woher kannst du dir denn nun heute so sicher sein? In the end, the assault on the clarity of Scripture. Und am Ende ist der Angriff auf die Klarheit der Schrift. It's not so much about any particular interpretation. Handelt gar nicht so unbedingt um eine bestimmte Auslegung der Schrift. But whether we can dare to say that any interpretation is right or wrong. Sondern vielmehr um die Frage, ob wir es überhaupt wagen zu können, dass die eine oder andere Auslegung wahr oder falsch ist. I don't have to tell you that this is a very relevant controversy. Ich brauche euch das nicht sagen, dass dies eine sehr, sehr bedeutsame Auseinandersetzung ist. And I have seen it, as you have, come up many times with respect to human sexuality. Und ich habe es so erlebt und ihr wahrscheinlich auch. Es kommt uns immer wieder entgegen, wenn es um auch menschliche Sexualität geht. I have heard people say. Ich habe Menschen sagen hören. Well, I personally believe that homosexuality is wrong. Sie haben gesagt, ich persönlich glaube, dass Homosexualität falsch ist. But I know many Christians who interpret the Bible differently. Aber ich kenne viele Christen, die interpretieren die Bibel anders. And so shouldn't we just allow for different interpretations on this issue? Und sollten wir deshalb nicht verschiedene Interpretationen zu diesem Thema einfach mal nebeneinander stehen lassen? I still believe what I believe. Ich glaube immer noch, was ich glaube. But I think we need to allow for others to have their own interpretation. Aber ich glaube, wir sollten den anderen gestatten, ihre eigene Interpretation zu haben. After all, isn't that what we do about baptism? Ist das nicht auch so handeln wir nicht so auch bei der Frage der Taufe? Or our understanding of church government. Oder auch unser Verständnis über die Struktur einer Gemeinde. Shouldn't this be just another agree to disagree issue? Sollte das nicht auch wiederum einfach nur ein weiteres Thema sein, über das wir übereinstimmen können oder auch nicht? I hope you are discerning enough to understand that this is not an agree to disagree issue. Und ich hoffe, dass ihr soweit versteht, dass dieses Thema nicht einfach ein Thema ist, zu dem man Ja oder Nein sagen kann. Why is this issue of homosexuality different? Warum ist das Thema der Homosexualität anders? It's different for several reasons. Es ist anders aus verschiedenen und mehreren Gründen. It violates the Catholicity of the church. Es tut der Einheit der Kirche Gewalt an. What I mean by that, was ich damit meine, is that the church at all times and in all places has believed one thing on this issue. Dass die Gemeinde zu allen Zeiten an allen Orten in dieser Frage eine Sache glaubte. For 99% of the church's history, this issue has been clear. 99% der gesamten Kirchengeschichte lang war diese Frage geklärt. And still, for most of the global church, this issue is clear. Und auch heute noch ist für den weiten Teil der globalen Gemeinde Jesu diese Frage geklärt. Christians in the South are clear on this issue. Die Christen im Süden sind sehr klar in dieser Frage. Christians in the East are clear on this issue. Die Christen im Osten sind sehr klar in dieser Frage. It's only Christians in countries like yours and mine who are confused. Es sind nur Christen in Ländern wie euers und meinem, wo die Christen verwirrt sind. This is not an issue in which Christians have disagreed for centuries. Das ist nicht ein Thema, bei dem die Christen schon seit Jahrhunderten sich nicht einig waren. This is an issue in which Christians have always seen the same thing. Sondern das ist ein Thema, bei dem die Christen immer in eine Richtung marschiert sind. So it's in a different category. Das ist also auf einem ganz anderen Level. And Scripture repeatedly, clearly and consistently condemns homosexual behavior. Und die Schrift verurteilt homosexuelles Verhalten klar und deutlich und wiederholt. We see in Genesis 2 marriage is between a man and a woman. Wir sehen im 1. Mose 2, dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau stattfindet. Jesus reaffirms this marriage covenant in Matthew 9. Jesus bestätigt diesen Ehebund in Matthäus 9. Paul has the same understanding in Ephesians 5. Paulus hat dasselbe Verständnis in Epheser 5. Homosexual behavior is condemned in Leviticus 18 and 20. Und es ist auch in im 3. Buch Mose verurteilt. And then again in 1 Corinthians 6. Und auch im 1. Korinther 6. And 1 Timothy 1. Und 1. Timotheus 1. And Romans 1. Und Römer 1. And Jude. Und Judas. Just to name the main passages. Nur die Hauptpassagen, Textstellen zu nennen. So this is not a small little issue hidden away somewhere. Das ist also nicht irgendein kleines Thema, was sich irgendwo in der Ecke verbirgt. It's not even accurate to say Jesus never spoke on this issue. Und es ist auch nicht wahr zu sagen, dass Jesus über dieses Thema nicht gesprochen hätte. Jesus speaks clearly against the sin of pornéia. Jesus spricht sehr deutlich gegen die Sünde des Porneia. Porneia is the Greek word for sexual immorality. Porneia ist das griechische Wort für sexuelle Unzucht. And you can look in the leading Greek lexicons or dictionaries. Und du kannst in den griechischen Lexikas nachschauen. And see that porneia included all the sins that would have been forbidden in the Torah. Und da erkennst du, dass Porneia alle Sünden beinhaltet, die in der Tora verboten sind. So when Jesus condemns porneia, he is certainly thinking of homosexuality along with other sexual sins. Wenn Jesus also Porneia verbietet, dann denkt an Homosexualität genauso wie an andere Sünden im sexuellen Bereich. And there is nothing in the New Testament. Und es gibt nichts im Neuen Testament. To suggest that sexual immorality can ever be an agree to disagree issue. Dass sexuelle Unmoral ein Thema ist, zu dem wir uns positionieren können und sagen, es ist nicht so wichtig. There are at least 8 vice lists in the New Testament. Da sind mindestens 8 Listen im Neuen Testament. And all of them include sexual immorality. Und alle beinhalten sexuelle Unzucht. Most of them have sexual immorality at the top of the list. Und viele haben sexuelle Unzucht gleich ganz oben in der Liste. We see in 1 Corinthians 5 that sexual sin is grounds for church discipline. In 1. Korinther 5 sehen wir, dass sexuelle Unzucht ein Grund ist für Gemeindezucht. We see in 2 Corinthians 6 that we are to separate and flee from sexual immorality. Wir sehen auch im 1. Korinther 6, dass wir der sexuellen Unzucht und Sünde fliehen sollen. We see in the book of Jude. Wir sehen es im Buch Judas. That sexual immorality was one of the marks of the false teachers. Dass die sexuelle Unmoral eines der Kennzeichen falscher Lehren war. When we are talking about sexual immorality. Und wenn wir über sexuelle Unzucht sprechen, we are talking about a gospel issue. Dann reden wir über ein Thema, was das Evangelium betrifft. Because if your gospel does not call all sinners to repent. Denn wenn dein Evangelium nicht alle Sünder zur Buße ruft, it is a different gospel. Dann ist es ein anderes Evangelium. When Paul warns in 1 Corinthians 6, wenn Paulus in 1. Korinther 6 warnt, that if we are marked by certain sins, dass wir von bestimmten Sünden gekennzeichnet sind, like greed, so wie Eifersucht, and idolatry, und Götzendienst, and covetousness, und auch Begierde, and adultery, und Ehebruch, and yes, homosexual sin, und ja, homosexuelle Sünden, that we will not inherit the kingdom of heaven, dass wir das Königreich des Himmels nicht erben werden. We are not loving to other people. Wir sind nicht liebend. Wir lieben andere Menschen nicht. If we allow them on a path that leads to hell instead of heaven. Wenn wir sie nicht vor einem Weg warnen, der in die Hölle statt in den Himmel führt. And we are not loving to other people. Und wir lieben Menschen nicht. If we refuse to take a stand on this issue. Wenn wir uns weigern, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Und wenn wir diese Sachen beiseite schieben und meinen, hier ist die Bibel aber plötzlich nicht klar. When the Bible has been absolutely clear to the church on this issue for 2000 years. Wenn die Bibel für die Gemeinde Jesu seit über 2000 Jahren in dieser Frage absolut klar war. Just because some other Christians may see things differently. Nur weil einige Christen an einige dieser Dinge anders sehen. Does not mean that we should put this in the category of agree to disagree. Bedeutet das nicht, dass wir diese ganze Frage in eine Kategorie stellen, wo man zustimmen kann, könnte oder auch nicht. The doctrine of the clarity of Scripture will not allow us to do that. Die Lehre der Klarheit der Schrift erlaubt uns das nicht. Well, let's come to a text. So, nun lasst uns zum Text kommen. Always a good idea. Immer eine gute Idee. And I understand that was a long introduction and I will plan accordingly for the rest of my time. Ich weiß, das war eine lange Einleitung und jetzt werde ich das auch berücksichtigen in der Restzeit. Christian will read from Deuteronomy chapter 30 verses 11 through 14. Und Christian liest aus 5. Mose Kapitel 30 von Vers 11 bis 14. 5. Mose 30 ab Vers 11. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. This book is about the second giving of the law. Dieses Buch handelt von dem zweiten Mal, dass das Gesetz gegeben wurde. That's what the English title Deuteronomy means. Das ist, was der englische Titel meint, Deuteronomy. Nomos is the Greek word for law. Nomos ist das griechische Wort für Gesetz. Deuterō is a Greek word meaning second. Deuterō ist das griechische Wort und bedeutet zweite. I believe you refer to this as the fifth book of Moses. Yes. Ich glaube, ihr sagt dazu das fünfte Buch Mose. Which also makes sense. Was auch sehr viel Sinn macht. We call it the second giving of the law. Wir nennen es die zweite Gesetzgebung. Because here we find the Israelites on the brink of entering the promised land. Denn wir finden hier die Israeliten, wie sie davor sind, das verheißene Land zu betreten. And in most of the book, Moses is retelling their history. Und in dem größten Teil dieses Buches erzählt Mose noch einmal ihre Geschichte. Chapters 1 through 30 form a very long sermon. Die Kapitel 1 bis 30 sind eine sehr lange Predigt. Keep that in mind when you think your pastor is preaching too long. Denk daran, wenn nämlich dein Pastor zu lange predigt. He could be reading through the whole book of Deuteronomy. Er könnte auch durch das fünfte Buch Mose hindurch vorlesen. What we have here is a lengthy covenant renewal ceremony. Was wir hier haben, ist eine Erneuerung des Bundes, eine Zeremonie. And then in chapter 31 we see the succession of Joshua. Und in Kapitel 31 sehen wir, wie Josua der Nachfolger wird. In chapter 32 the song of Moses. In Kapitel 32 das Lied Moses. In chapter 33 a final blessing from Moses. In Kapitel 33 ein letzter Segen des Mose. And in chapter 34 the death of Moses. Und in Kapitel 34 den Tod Moses. So here in chapter 30 we are coming to the end of this long sermon. Hier in Kapitel 30 befinden wir uns am Ende dieser langen Predigt. This is the grand conclusion. Das ist der große Abschluss. If you look at verses 15 through 20, wenn ihr euch die Verse 15 bis 20 anschaut, that's the final word in which Moses exhorts the people to obey the commandments. Das ist sein Schlusswort, wo er die Menschen ermahnt, dem Gesetz Gehorsam zu leisten. That's verses 15 through 20. Das sind die Verse 15 bis 20. So in verses 11 through 14, also in den Versen 11 bis 14, just before this exhortation to obedience, bevor er sie zum Gehorsam ermahnt, Moses wants to make clear that the word is understandable. Möchte Mose ihnen klar machen, dass das Wort verständlich ist. That's what he says in verse 11. Das ist, was in Vers 11 sagt. This commandment is not too hard and it is not far off. Dieses Gebot ist nicht zu wunderbar, zu hart und es ist auch nicht zu fern. You can do it. Du kannst es tun. Now, this is a bit puzzling to us. Das ist ein bisschen verwundernd für uns. Because we think, how can we really do the law? Denn wir sagen, wie können wir denn das Gesetz halten? But I don't think that Moses here means they could do it perfectly. Ich glaube nicht, dass Mose hier meint, dass sie es auf eine vollkommene Weise halten könnten. Rather, I think what he's saying. Sondern ich denke, er sagt, is that as God's chosen beloved people, dass die auserwählten und geliebten Menschen Gottes, it was possible for them to obey in a way that was pleasing to God. Dass es für sie möglich ist, auf eine Weise gehorsam zu sein, dass Gott damit wohlgefallen hat. Remember, even in the commandments. Und denkt dran, selbst in den Geboten. We have the provision of the sacrificial system. Da haben wir die Versorgung mit dem Opfersystem. God understood that his people were not going to keep this covenant with perfection. Gott wusste, dass sein Volk diese Anordnungen nicht vollkommen halten können. But the point he wants to make in these verses. Aber der Punkt, den er hier macht in diesen Versen, before he tells them to do the commandments. Bevor er ihnen sagt, diese Gebote zu halten, is that these commandments are not impossible for them. Ist ihnen zu sagen, dass diese Gebote nicht unmöglich sind zu halten. Remember, the Old Testament did not give a different way of salvation. Denkt daran, dass das Alte Testament uns nicht einen anderen Weg zum Heil zeigt. Sometimes we think the New Testament was salvation by grace. Manchmal denken wir, das Neue Testament handelt davon, dass wir aus Gnaden gerettet sind. But Moses in the Old Testament taught salvation by works. Aber Mose im Alten Testament lehrte Rettung durch Werke. That's not the case. Das ist nicht der Fall. These people were already a saved people. Diese Menschen waren schon gerettet. God came to the Israelites while they were slaves in Egypt. Gott kam zu den Israeliten, als sie noch Sklaven in Ägypten waren. And he saved them and then gave them the law. Und er rettete sie und erst dann gab er ihnen das Gesetz. He did not say to them, obey the law and then I'll set you free. Er hat ihnen nicht gesagt, gehorcht dem Gesetz und dann werde ich euch in die Freiheit führen. No, he sovereignly delivered them from Egypt. Nein, er befreite sie ganz souverän aus Ägypten. And then in order to be his redeemed, obedient people, und dann, damit sie seine erlöste, gehorsame Schar sein mögen, that they might know how to live in a way pleasing to him, und dass sie wissen, wie sie leben sollen, damit er Wohlgefallen an ihnen hat, that they might experience his blessing, und dass sie seinen Segen erfahren können, he gave them the commandments. Gab er ihnen das Gebot. Grace, Gnade, then law. Und dann Gesetz. The point here, der Punkt hier, is that in some sense the law was doable. Dass in einem gewissen Sinn das Gesetz machbar war. And the more important point for our purposes. Aber für unsere Absichten heute der viel wichtigere Punkt is to see that God considered his word understandable. Ist, dass Gott sein Wort als ein verständliches versteht. The word was not far off. Das Wort war nicht fern. You don't have to go to heaven to get it. Du musst nicht zum Himmel gehen, um es zu bekommen. You don't have to cross the ocean and bring it back. Du musst auch nicht über den Ozean und es zurückbringen. God's word is not unintelligible. Gottes Wort ist nicht ist hörbar. It is not inaccessible. Es ist erreichbar. It is right here, right in front of you. Es ist genau hier vor dir. You can see it. Du kannst es sehen. You can hear it. Du kannst es hören. You can get it. Du kannst es verstehen. That's the point. Das ist der Punkt. Here's what Calvin says. Calvin sagt, God does not. This won't work very well. God does not propound to us enigmas to keep our minds in suspense. Gott legt uns nicht irgendwelche obskuren Mysterien vor, um unseren Verstand in Atem zu halten. Or torment us with difficulties. Und uns mit Unsicherheiten zu quälen. But he teaches what is necessary. Sondern er lehrt uns according to our capacity. Auf vertraute Art und Weise das, was wir wissen müssen. And according to the ignorance of the people. Und immer gemäß dem Vermögen. In other words, und folglich auch der Unwissenheit des Menschen. In other words, What God wanted from his people was not hidden away. Mit anderen Worten, das, was Gott von seinem Volk erwartete, war nicht verborgen. It was not beyond an impossible barrier. Es war nicht hinter einer unüberwindbaren Barriere verborgen. The law was supposed to be on their lips. Das Gesetz sollte auf ihren Lippen sein. Remember Deuteronomy 6. Ihr erinnert euch an 5. Mose 6. It was supposed to be taught even to children. Es sollte sogar den Kindern gelehrt werden. God's will and God's ways. Gottes Wille und Gottes Absichten do not require us to solve the mysteries of the universe. Erfordern und verlangen von uns nicht, dass wir die Geheimnisse des Universums aufschlüsseln. Look at chapter 29, verse 29. Schaut in Kapitel 29, Vers 28. This is a verse you absolutely have to have in your mind so that your theology is clear. Das ist ein Vers, den musst du unbedingt auswendig lernen, damit deine Theologie klar ist. Christian will read it. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. You see, there are two categories here. Da sind zwei Kategorien hier. There are secret things which belong to God. Da sind geheime Dinge, die gehören Gott. There are things from God and about God that we do not know. Es gibt Dinge von Gott und über Gott, die wir nicht wissen. That's one category. Das ist eine Kategorie. So we are not putting God in a box. Also tun wir Gott nicht in eine Schublade. But there's another category. Aber da gibt's eine andere Kategorie. Not the secret things, nicht die geheimen Dinge, but the revealed things. Sondern die geoffenbarten Dinge. And these things belong to us. Und diese Dinge gehören uns and to our children. Und unseren Kindern. So these are things that are meant to be understood. Das sind also Dinge, die verständlich sind. God wants to be known. Gott möchte, dass wir ihn kennen. This is confirmed in the rest of the Old Testament. Das wird im Rest des Alten Testamentes bestätigt. We often find in the Psalms this imagery of light. Wir finden in den Psalmen häufig dieses Bild von Licht. The word is a lamp to our feet, a light to our path. Das Wort ist eine Leuchte auf unserem Weg. The unfolding of your word gives light. Und dein Wort, das offenbart wird, gibt Licht. It imparts understanding to the simple. Es erfreut uns und macht den Unverständigen weise. Psalm 19 says the law makes wise the simple. Psalm 19 sagt, das Wort macht den Unverständigen weise. It enlightens the eyes. Es erhellt die Augen. God's word is light. Gottes Wort ist Licht. Meant to illumine our darkness. Unsere Dunkelheit zu erleuchten. God did not reveal himself to us. Gott offenbart sich uns nicht. Just to make us more confused. Uns noch mehr zu verwirren. But so that we might see what we otherwise could not see. Sondern dass wir sehen, was wir sonst nicht hätten sehen können. God's word works. Gottes Wort wirkt. What point would there be all throughout the Bible to utter these promises? Was wäre denn sonst überhaupt in der Bibel die Bibel wert, wenn das nicht so wäre? Promises to a people who are hurting. Und was würden dann die Verheißungen für einen Wert haben, besonders für die, die verletzt sind? Or frightened. Oder Menschen, die Angst haben. Or desperate. Oder auch verzweifelt sind. Why would God give them warnings? Warum gibt Gott ihnen Warnungen? Why would he give them promises? Warum würde er ihnen Verheißungen geben? If he didn't think that they could understand them. Wenn er nicht glauben würde, dass sie das verstehen. Of course, God is not captured by words. Natürlich ist Gott nicht gefangen gehalten von Worten. But his word always accomplishes his work. Aber seine Worte erreichen immer seine Absichten. God spoke and said, "Let there be light." Gott sprach und sagte, es werde Licht. And the nothingness obeyed. Und das Nichts gehorchte. Such is the power of God's word. So stark ist die Kraft des Wortes Gottes. And you know, it was a good thing when he raised Lazarus from the dead. Und ihr wisst, das war eine gute Sache, als Lazarus aus den Toten auferweckte. That Jesus said, Lazarus, come forth. Und als sagte, Lazarus, komm heraus. Because if he had just said, come forth. Wenn nur gesagt hätte, komm vorwärts, komm. All of the dead bodies would have been raised. Ah, wenn nur gesagt, komm heraus, dann wären alle Toten auferstanden. Such is the power of his word. So stark ist die Kraft seines Wortes. And the clarity of his word. Und die Klarheit seines seines Wortes. Do you remember what happens in the days of Josiah the king? Erinnert ihr euch, was geschah in den Tagen Josias des Königs? When they rediscover the law, als sie das Gesetz wiederentdeckten. Most scholars think it was perhaps the book of Deuteronomy. Viele Gelehrte glauben, dass das vielleicht das 5. Buch Mose war. When they find this book, they read it. Als sie das Buch fanden, lasen sie es. And they understand it. Und sie verstanden es. And they know what to do in response. Und sie wussten, was sie als Reaktion tun müssten. They know they must repent and obey. Sie wussten, sie mussten Buße tun und gehorsam sein. It's not as if they find this lost book of the law. Es war nicht so, dass sie dieses verloren geglaubte Buch fanden. And then all sit around sipping coffee. Und dann da sich da rumsetzen und Kaffee trunken. And say, I wonder what it means. Und dann sich fragten, Mensch, was könnte das denn eigentlich bedeuten? Perhaps I could do a doctoral dissertation on this. Vielleicht könnte ich da eine Doktorarbeit drüber schreiben. No, they understand it. Nein, sie haben es verstanden. The long lost word was clear. Das lange verschollene Wort war klar. We saw the same thing in Nehemiah 8, the passage that Kai taught the other night. Wir sehen dasselbe in Nehemiah 8, über das auch Kai sprach. That the scribes taught the people clearly and gave them the meaning of the passage. Dass die Schriftgelehrten dem Volk sehr klar lehrten und ihnen sagten, was das zu bedeuten hat. And Nehemiah tells us. Und Nehemiah sagt uns. They did not just give their interpretation. Sie gaben nicht nur ihre Interpretation. They gave the meaning. Sie vermittelten die Bedeutung. We see this in the example of Jesus and the Apostle. Wir sehen es auch am Beispiel von Jesus und den Aposteln. Dozens of times Jesus will appeal to a text from the Old Testament. Dutzende Male bezieht sich Jesus auf Texte aus dem Alten Testament. And he thinks that text should solve the controversy. Und er glaubt, dass dieser Text die Kontroverse löst. Jesus believed not only the Old Testament was authoritative. Jesus glaubte nicht nur, dass das Alte Testament autoritativ war, but that it had a fixed meaning, sondern dass es eine einzige bestimmte Bedeutung hat, and that the meaning could be understood. Und dass diese Bedeutung auch verständlich ist. That's why Jesus can say time and again, have you not read? Deswegen sagt Jesus immer und immer wieder, habt ihr nicht gelesen? Suggesting that if they knew the scriptures better, so dass er meinte, wenn sie die Schriften besser kennen, they would not be making this mistake. Dann würden sie diesen Fehler nicht machen. Jesus often referred to the scriptures to prove his point. Jesus bezog sich ganz oft auf die Schriften, um seinem Argument Unterstützung zuzuführen. Or to confirm his own identity. Oder auch seine eigene Identität zu bestätigen. Other times he criticized the Jews for not conforming to the word of God. Und an einer anderen Stelle, da kritisierte er die Juden, dass sie nicht im Einklang mit dem Wort Gottes lebten. The point is that Jesus appealed to the witness of the word of God. Der Punkt ist hier, dass Jesus sich auf das Zeugnis der Schrift berief. Thinking that such an appeal was not only authoritative. Und er dachte und er glaubte, dass so eine Berufung auf das Wort nicht nur autoritativ ist, but that the meaning of the text were intelligible. Sondern dass die Bedeutung des Textes verständlich wahrnehmbar ist. Why would Jesus or the apostles appeal to texts that could not be understood? Warum sollte Jesus und die Apostel sich auf Texte berufen, die die Menschen nicht verstehen könnten? They quoted from the Bible. Sie zitierten die Bibel. They alluded to the Bible. Sie bezogen sich auf sie. They reasoned from the Bible. Sie argumentierten von der Bibel her. All with the assumption that the Bible had a meaning that could be understood. Immer mit der Überzeugung, dass die Bibel eine Bedeutung hat, die verständlich ist. So what is at stake with the doctrine of the clarity of Scripture? Was steht auf dem Spiel bei der Lehre der Klarheit der Schrift? Let me finish by giving you 4 things that are at stake with the doctrine. Lasst mich beenden, indem ich euch 4 Punkte gebe, die bei der Klarheit der Schrift auf dem Spiel stehen. Nummer 1. The gift of human language is at stake. Das Geschenk der menschlichen Sprache steht auf dem Spiel. Here's the objection again. Hier ist noch einmal der Widerspruch. We cannot capture God with our words. Wir können Gott nicht mit unseren Worten beschreiben. We can't put God in a box. Wir können Gott nicht in eine Box einsperren. If we defined God, then we've made him something other than God. Wenn wir Gott definieren, dann machen wir ihn zu etwas anderes als Gott. And so people say human language is inadequate to communicate divine truth. Und so sagen Menschen, dass die menschliche Sprache nicht in der Lage ist, göttliche Wahrheiten zu kommunizieren. It sounds very humble. Das hört sich sehr demütig an. But do you notice several hidden assumptions in that argument? Aber erkennen wir doch verschiedene verborgene Annahmen hinter diesem Argument. It's assumed that if God cannot be described exhaustively. Hier wird davon ausgegangen, dass wenn Gott nicht allumfassend beschrieben wird, then he cannot be described truthfully. Dann könne er auch gar nicht überhaupt beschrieben werden in seiner Wahrheit. It is assumed that human language is irredeemably flawed. Es wird vorausgesetzt, dass die menschliche Sprache so schwach ist, that Scripture is merely a human attempt to talk about a divine mystery. Dass die Schrift lediglich ein menschlicher Versuch ist, über Gott zu sprechen. But what if our understanding of human language? Aber was ist, wenn unser Verständnis von menschlicher Sprache is owing first of all? Go ahead. Is owing first of all to God speaking to us. Vor allem zuerst einmal geschuldet ist, dass Gott zu uns spricht. What if human language is God's present to us? Was ist denn, wenn die Sprache von uns Menschen Gottes Geschenk an uns ist? God is the first one to speak. Gott ist der, der zuerst gesprochen hat. He comes to Adam in the garden with words. Er kommt zu Adam im Garten Eden mit Worten. And he expects Adam and Eve to understand those words. Und er erwartet, dass Adam und Eva diese Worte verstehen. And of course you remember the first being to challenge the clarity of Scripture. Und ihr erinnert euch an das erste Wesen, was die Klarheit der Schrift in Frage stellte. It was the serpent. Es war die Schlange. Very postmodern. Sehr postmodern. Has God really said? Hat Gott wirklich gesagt? He doesn't attack straight on the authority of God's word. Er attackiert nicht geradeaus die Autorität des Wortes Gottes. He simply wants us to doubt that God is clear. Er will lediglich, dass wir daran zweifeln, dass Gott klar spricht. But human language is a part of the present that God has given to us in himself. Aber die menschliche Sprache ist Teil des Geschenkes, das Gott uns selbst gegeben hat. Certainly God cannot be contained in any language system. Natürlich kann Gott nicht begrenzt werden durch ein Sprachensystem. But if we are created in the image of God, aber wenn wir im Bild Gottes geschaffen wurden, then it stands to reason that we are fit conversation partners with God. Dann können wir davon ausgehen, dass wir auch geeignete Unterhaltungspartner mit Gott sind. Almost the first thing we see about God in the Bible. Fast das erste, was wir über Gott in der Bibel erkennen, is that our God is a speaking God. Ist, dass unser Gott ein sprechender Gott ist. And so we must not set aside this understanding about language. Deswegen dürfen wir dieses Verständnis von Sprache nicht minimieren. It is God's present to us. Es ist Gottes Gabe an uns. That he speaks and we can understand. Dass er spricht und wir ihn verstehen können. That's the first thing. Das ist das Erste. Second, what is at stake with the clarity of Scripture? Zweitens, was steht noch auf dem Spiel bei der Klarheit der Schrift? Human freedom is at stake. Die menschliche Freiheit steht auf dem Spiel. You may not have realized. Ihr habt vielleicht noch nicht bemerkt, that the Protestant doctrine of perspicuity, dass die protestantische Lehre von der Klarheit, is one of the foundations for religious freedom in the Western world. Eine der Grundlagen von religiöser Freiheit in der westlichen Welt ist. Because implied in this doctrine of clarity, denn in dieser Lehre der Klarheit der Schrift ist beinhaltet, is the recognition that the individual has the responsibility and ability to interpret Scripture. beinhaltet, ist die Verantwortung und auch die Fähigkeit des Menschen, Schrift zu lesen und sie auszulegen. We don't interpret scripture apart from community. Wir interpretieren die Schrift nicht außerhalb von einer Gemeinschaft. We don't ignore history or scholarship. Und wir ignorieren auch nicht die Geschichte oder auch Gelehrte. But clarity means, as Luther said, that I should not go against my conscience held captive to the word of God. Aber Klarheit bedeutet, dass ich nicht gegen mein Gewissen handeln soll, was vom Wort Gottes gefangen gehalten ist. This idea of clarity and conscience is part of what has shaped the Western world. Und dieser Gedanke der Klarheit des Wortes und des Gewissens hat die westliche Welt geprägt. Which is why so much of the world will be looking at you in 2017. Und deswegen wird auch Großteil der Welt auf Deutschland schauen in 2017. Because whether people are Christians or not, they owe so much to Martin Luther. Denn ob Menschen Christen sind oder nicht, sie haben sehr viel dem Martin Luther zu verdanken. Now this idea that we can interpret scripture for ourselves. Nun der Gedanke, dass wir die Schrift für uns selbst auslegen können, does open up lots of problems. Das kreiert eine Menge von Problemen. But it guards against bigger problems. Aber es beschützt uns vor größeren Problemen. I have here a somewhat lengthy and intricate quote from Hermann Bavinck. Ich habe hier ein Zitat, was etwas lang und auch etwas verschachtelt ist, von Hermann Bavinck. I'm going to have Christian read it because I think it's important for us to think this through. Und ich bitte Christian, dass er es liest, denn ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir darüber nachdenken. This is from the Dutch theologian Hermann Bavinck, writing a little over 100 years ago. Das ist von dem holländischen Theologen Hermann Bavinck vor über 100 Jahren geschrieben. Alles in allem überwiegen die Nachteile nicht gegenüber den Vorteilen. Denn aus dem Leugnen der Klarheit der Schrift folgt unweigerlich die Unterordnung eines Laien unter einen Priester sowie die Unterordnung des Gewissens eines Menschen unter die Kirche. Die Religions- und Gewissensfreiheit der Kirche und der Theologie steht und fällt mit der Klarheit der Schrift. Sie allein kann die Freiheit des Christen wahren. Sie allein ist sowohl Ursprung und Garant der Religionsfreiheit als auch unserer politischen Freiheiten. Selbst eine Freiheit, die nicht unabhängig von den Gefahren der Zügellosigkeit und Launenhaftigkeit erlangt und genossen werden kann, ist immer noch der Tyrannei, die diese Freiheit unterdrückt, vorzuziehen. Did you catch what Bavinck was saying? Hast verstanden, was Bavinck sagen will? The doctrine of clarity can be abused. Die Lehre der Klarheit der Schrift darf nicht missbraucht werden. Sometimes to be a Protestant is a free-for-all. Manchmal ist die Freiheit, ein Protestant zu sein, ein Freifahrtschein. It is true that there are sometimes very wild interpretations. Und es ist wahr, da gibt es manchmal ganz wilde Interpretationen. But on the whole, the doctrine of clarity safeguards us against even worse dangers. Aber im Großen und Ganzen bewahrt uns die Lehre der Heiligen Schrift vor noch größeren Gefahren. It is worth it that we as individuals can interpret the Bible for ourselves. Es ist sehr von großem Wert, dass wir als Einzelne die Bibel für uns selber auslegen können. That we should not be forced to violate our consciences held captive by the word of God. Dass wir nicht gezwungen werden, unsere Gewissen zu betrüben, die vom Wort Gottes gefangen gehalten werden. That was such a revolutionary statement from Luther. Das war so ein revolutionäres Satz von Luther. Because he was asserting the right to interpret scripture. Denn er bestand darauf, dass er das Recht hat, die Schrift auszulegen. And he was affirming the clarity of scripture. Und er bestätigte die Klarheit der Schrift. And it is this understanding of the clarity of scripture. Und es ist dieses Verständnis der Klarheit der Schrift, which over time led to this understanding of religious liberty in the West. Das dann über die Zeit hin zu einer religiösen Freiheit führte im Westen. That's the second thing that is at stake. Das ist das Zweite, was auf dem Spiel steht. Here is the third. Und hier ist das Dritte. What is God like? Wie ist Gott wirklich? The very nature of God is at stake in this debate. Das Wesen Gottes steht in dieser Debatte auf dem Spiel. Some of you may be familiar with D. A. Carson's book, The Gagging of God. Ja, einige von euch kennen vielleicht das Buch von Carson, The Gagging of God. The title, at least in English, is a good one. Der Titel auf Englisch ist ein guter, because it raises the question, does God speak? Denn es stellt die Frage, spricht Gott noch? And can he speak effectively? Und wenn, kann dann auch effektiv sprechen? Or is he gagged and choked out? Oder ist abgewürgt und kriegt keinen Ton raus? Is God able to communicate in a way that his people can understand? Ist Gott in der Lage, so zu kommunizieren, dass sein Volk ihn versteht? There is an old poem called The Six Blind Men of Hindustan. Es gibt so eine alte Geschichte von den 6 blinden Männern aus Hindustan. Probably a reference 100 years ago to India or that area. Das ist wahrscheinlich ein Hinweis auf Indien vor ungefähr 100 Jahren. And in this poem you have 6 blind men who are touching an elephant. Und in diesem Gedicht da sind 6 blinde Männer, die einen Elefant anfassen. And one man touches his side and he thinks it's a wall. Und ein Mann, der berührt die Seite und denkt, das ist eine Wand. And another man grabs his ear and thinks it's a fan. Und ein anderer, der greift an das Ohr des Elefanten und denkt, das ist ein Fächer. Another grabs his tail and thinks it's a rope. Und ein anderer fasst den Schwanz an und denkt, das ist ein Seil. Another his trunk and thinks it's a hose. Und ein anderer fasst den Rüssel an und denkt, das ist eine Schlange. Ein Schlauch. And the point of the poem is that this is what we're like with God. Und der Gedanke dieses Textes ist, dass es so uns geht, wenn es Gott geht. We're all blind men just trying to touch this elephant. Wir sind alle blind und wir berühren diesen Elefanten. And we all can grasp a part of God. Und wir können alle jeweils immer nur einen Teil Gottes fassen. And we think we know what we're touching. Und wir denken, wir wüssten, was wir da berühren. But we're blind. Aber wir sind ja blind. And so all of the religions of the world are just giving their own interpretation, though they can't see. Und so sind alle Religionen dieser Welt eigentlich eins und jeder gibt einfach nur seine Interpretation der Dinge, aber letztlich können wir alle nicht sehen. And at first it sounds like a persuasive argument. Und zuerst hört sich das wie ein überzeugendes Argument an. But consider this point. Aber jetzt denk mal über diesen Punkt nach. What if? Was wenn? The elephant speaks. Wenn der Elefant spricht, says, hello. Der sagt, hallo. Guten Morgen. Good morning. I am an elephant. Ich bin ein Elefant. And then the blind men say, I think you're a polar bear. Und dann sagt der blinde Mensch, ich glaube, du bist ein Polarbär. And then he says, no, I'm an elephant. Und dann sagt nein, ich bin ein Elefant. I think you're a dog. Ich glaube, du bist ein Hund. I'm an elephant. Ich bin ein Elefant. At this point, if you don't believe he's an elephant, und wenn du an der Stelle nicht glaubst, dass ein Elefant ist, is it because you're very humble about your own interpretation? Ist das deswegen, weil du sehr demütig bist bezüglich deiner eigenen Interpretation? Or because you're very hard of hearing? Oder weil du hartherzig bist und nicht hörst? We can put this somewhat philosophically. Wir können das auch philosophisch ausdrücken. We must not separate epistemology from the rest of theology. Wir dürfen Epistemologie nicht trennen von Theologie. Epistemology is the study of how we know what we know. Epistemologie ist das Studium, wie wir wissen, was wir wissen. And theology is our doctrine of God. Und Theologie ist unsere Lehre von Gott. Your eyes may sort of roll into the back of your heads with this whole discussion. Und deine Augen mögen sich jetzt verdrehen bei dieser ganzen Diskussion. And think, why do I have to be interested in clarity and hermeneutics? Und du fragst dich, warum muss ich denn überhaupt Interesse haben an Klarheit und Hermeneutik? You should care about this issue because the doctrine of God is at stake. Du solltest dich darum bemühen, weil es hier die Lehre Gottes geht. Is God wise enough to make himself known? Ist Gott weise genug, sich selbst bekannt zu machen? Is he good enough to make himself accessible? Ist gut genug, sich nahbar zu machen? Is he gracious enough to communicate in a way that we can understand? Ist gnädig genug, mit uns zu kommunizieren, so dass wir ihn verstehen? Or does he give us commands that are inaccessible? Oder gibt uns Befehle, die nicht ausführbar sind? And a self-revelation that gives us more questions than answers. Oder eine Selbstoffenbarung, die uns mit mehr Fragen zurücklässt als mit Antworten versieht. That's what Carson meant by the gagging or the choking of God. Und das meint der Carson bei diesem röchelnden Gott. We end up with a God who is not good and not strong and not powerful. Wir enden dann nämlich bei einem Gott, der nicht gut ist, nicht stark ist und nicht Kraft hat. You may think you are humble to say, I can't really know what God means. Du denkst, du seist sehr demütig, wenn du sagst, ich kann nicht genau wissen, was Gott meint. But it is actually the height of pride. Aber tatsächlich ist es der Höhepunkt des Stolzes. Because you are suggesting that God is not good enough and strong enough to communicate. Denn du schlägst vor, dass Gott nicht gut genug ist und in der Lage ist zu kommunizieren, dass wir es verstehen. The very nature of God is at stake in this debate. Das Wesen Gottes steht auf dem Spiel bei dieser Debatte. And here is a final point. Und hier ist der letzte Punkt. Whom God is for is at stake in this debate. Für wen Gott sich einsetzt, steht hier auch auf dem Spiel. Should we say that the Bible is not safe in the hands of lay people? Sollten wir sagen, dass die Bibel nicht in guten Händen ist, wenn sie von Nichtgelehrten gelesen wird? Is the Bible only for pastors and priests? Ist die Bibel nur für Pastoren und Priester? Must we have a magisterium, a papal council to tell us what to think? Müssen wir einen Lehrkörper haben, der uns erzählt, was wir zu glauben haben? Do you need to be an elite scholar to really know the Bible? Musst du ein führender Gelehrter sein, wirklich die Bibel zu kennen? And you must have a background in Greek and Hebrew. Und musst du auch Hebräisch und Griechisch gelernt haben? And Second Temple Judaism. Und auch den Judaismus lernen? And you must know about the Roman Empire. Und musst du was über das Römische Reich wissen? And the ancient Near East. Und auch den Nahen Osten der Antike? And redaction criticism. Und auch Redaktionskritik? And source criticism. Und Kritik and form criticism und Formkritik and all these other things that the Germans make seminary students learn about. Und all die anderen Dinge, die Deutschen den Studenten am Seminar aufzwingen zu lernen. Or is the Bible? Oder ist die Bibel able to teach truth to even the simple person? In der Lage, Wahrheiten zu lehren, auch für den noch so einfachen Menschen. Here's what R.C. Sproul says. R.C. Sproul sagt dies. What kind of God would reveal his love and redemption in terms so technical and concepts so profound that only an elite core of professional scholars could understand them? Was für ein Gott würde seine Liebe und Erlösung nur in so komplizierten technischen Konzepten formulieren, dass nur eine Elite von professionellen Gelehrten ihn verstehen können? Whom is God for? Für wen ist Gott? Is Christianity just for the elite? Ist das Christentum nur für eine Elite? Is this message just for intellectuals? Ist diese Botschaft nur für Intellektuelle? Only for those who have multiple degrees? Nur für die, die verschiedene Universitätsabschlüsse haben? Or is this message of good news a message to be understood by all? Oder ist diese Botschaft, diese gute Nachricht so kreiert, dass sie von allen verstanden werden kann? Martin Luther was the key instrument in first bringing the Bible into the German language. Martin Luther war das Schlüsselinstrument, der die Bibel in die deutsche Sprache brachte. For the English Bible, that man is William Tyndale. Und für die englische Bibel war das William Tyndale. He was attacked by a priest for his interest in translating the scriptures into the common language. Und wurde sehr unter Druck gesetzt von einem Priester, weil er nämlich diese Schriften in eine verständliche Sprache übersetzen wollte. Und als dieser Priester ihn zur Rede stellte, antwortete Tyndale diese bekannten Verse. If God should spare my life before many years, I will cause a boy that drives the plow to know more of Scripture than you do. Wenn Gott mein Leben bewahrt, dann werde ich dafür sorgen, dass noch in den nächsten Jahren ein einfacher Junge am Pflug mehr Wissen über die Schrift haben wird als ihr. I think in his day that was probably quite a strong word. Ich glaube, in den Tagen damals war das ein sehr, sehr hartes Wort. It was sort of a mic drop and then just walk away. Das wäre, als wenn man jetzt das Mikrofon fallen lässt und dann geht. But you see his point. Aber wir sehen hier den Gedanken. The priest opposed what people like Tyndale and later Luther would do to bring the Bible to the common people. Die Priester stellten sich dem entgegen, was Tyndale und Luther wollten, nämlich die Bibel für die Menschen verständlich machen. But they understood that the Bible was for everyone. Aber die verstanden, dass die Bibel für jeden ist. And that the good news of the Bible could be understood by everyone. Und dass die gute Nachricht der Bibel verständlich für jeden ist. This belief in the clarity of Scripture. Dieser Glaube an die Klarheit der Schrift. Cost Tyndale his life. Hat Tyndale das Leben gekostet. He died by strangulation. Er starb am Strang. And his corpse was burned in the city square. Und sein Leib wurde verbrannt in der Stadt. And these were his last recorded words. Und dies waren seine letzten Worte. Lord, Herr, open the King of England's eyes. Öffne die Augen des Königs von England. And isn't that our prayer still? Und ist das nicht unser Gebet auch heute? Lord, open our eyes. Herr, öffne unsere Augen. Open the eyes of our people. Öffne die Augen unseres Volkes. Open the eyes of our friends and family. Öffne die Augen unserer Freunde und Familien. Open the eyes of the German people. Öffne die Augen des deutschen Volkes. That they may behold wonderful things out of your law. Dass sie aus deinem Gesetz diese wunderbaren Dinge entnehmen. There are tens of millions of people in this country. Da gibt es Millionen über Millionen Menschen in diesem Land. Who do not see what you see. Die nicht sehen, was du siehst. They do not need our anger. Die brauchen nicht unseren Zorn. They need our compassion. Sie brauchen unsere Barmherzigkeit. And they need us to speak. Und sie brauchen uns, dass wir sprechen. For it is by speaking. Denn es kommt durch das Sprechen. That people see. Dass Menschen sehen. God has made it plain in his word. Gott hat es klargestellt in seinem Wort. If only we would have eyes to see it. Wenn wir doch nur Augen hätten, um es zu sehen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, give to these dear people, gib diesen lieben Menschen strength and courage, Kraft und Mut, compassion and grace, Barmherzigkeit und Gnade. Help them to be faithful in small things. Hilf ihnen, treu in den kleinen Dingen zu sein. To be faithful in their local church. Treu in ihren Ortsgemeinden. To go back from this conference ready to bless their church. Zurückzugehen von dieser Konferenz, bereit zu sein, ihre Gemeinden zu segnen. We pray for the men here who have been entrusted with the preaching of your word. Wir beten für die Männer unter uns, die mit der Aufgabe vertraut wurden, dein Wort zu verkündigen. May they study hard. Mögen sie es sehr ernsthaft studieren. And preach boldly. Und auch mutig predigen. Not just to those who are of superior intellect. Und nicht nur zu denen, die von hohem Intellekt sind. But preach in a way so that all people can understand. Sondern auf eine Weise zu predigen, dass alle es verstehen. And may their preaching go line by line through the Bible. Und möge ihre Predigten sich Schritt um Schritt durch die Bibel hindurch bewegen. Trusting that the word of God is sufficient to do the work of God. Und dass sie Vertrauen darin fassen, dass das Wort Gottes genug ist, um das Werk Gottes zu tun. And we ask that you bless this country with a great revival and reformation of gospel truth. Und wir beten, dass du dieses Land mit einer Erweckung segnest, dass das Evangelium wieder hell leuchtet. Do it by the power of your Spirit. Tue es durch die Kraft deines Geistes. Do it through the teaching of your word. Tue es durch die Lehre deines Wortes. Do it for the salvation of the lost. Tue es, um Verlorene zu retten. For the good of this nation. Zum Guten dieser Nation. For the fame of Jesus Christ. Zur Verherrlichung Jesu Christi. And for the glory of your name. Und zur Ehre deines Namens. We pray all of this together. Und wir beten all dies zusammen. Amen. Amen.